Herzlich willkommen. Jetzt haben wir den 9. Anhang der 100. Folge von Vor100 Podcast. Hier sind der Steffen, hallo liebe Zeitreisende, und der Luis. Wir haben uns den Aufwand gemacht, über 3 Tage Vor100 Folgen zu hören. Der 100 Podcast ist ja in 9 Staffeln gegliedert, eine Frühjahr- und Herbststaffel für jedes Kriegsjahr. Mhm. Und jede Staffel besteht so grob aus 10 Folgen. Wir haben alle 100 Folgen gehört. Und daraus ein Best-of zusammengeschnitten. Wir haben uns die Staffeln aufgeteilt. Das Best-of kommt gleich. Bevor wir doch dieses Best-of versenden, haben wir uns überlegt, macht es Sinn, nochmal grob einzuführen, was so passiert ist, damit es zugänglicher wird. Genau, und diesmal diese letzte Staffel, bevor wir das Best-of euch geben. Was passierte denn da so? Grundsätzlich haben wir da Folge 91 bis Folge 100 natürlich. Ja, die Folge 91 nannte sich Brothelerei und erschien am 14.07.1918. Und die Folge 100 vom Vor100 Podcast, wann erschien die denn, Steffen? Die erschien am 11.11.2018. Ist sehr witzig, weil wir die Folge dann aufnehmen. Wir nehmen das jetzt hier alles auf, dass die 100. Folge noch nicht erschienen, weil wir machen das alles im Voraus, damit wir wirklich Hängematte, Insel, Ruhe, Möwengekreische. Gekreische auch. Naja, also zumindest Sonne und Cocktails. Ja, okay, wir fangen an. Womit ging's los? Also, wir berichten mit der 91. Folge, und zwar, da beschreiben wir erstmal nochmal, was wir eigentlich mit diesem Podcast erreichen wollen. Steffen erzählt eine sehr schöne Geschichte aus seinem 2. Buch von Max Arthur über einen Kriegsteilnehmer, der in einem Truck sitzt, der zur Front geht, und der schreibt, er wird angeguckt von den Zuschauern und diese denken, da wieder ein Truck, der leer zurückkommen wird. Und Steffen hat einen sehr schönen Bericht über das Essen, was man so in der britischen Armee an der Front zu essen bekommt. Mehr hört ihr später in den Best-of-Teilen. Dann wird der Zar erschossen. Wir erklären, wie, warum, weshalb, wieso. Der wurde erschossen von den roten Truppen, weil die annahenden weißen Truppen auf die Jekaterinburg marschieren und die Angst bestand, den sozusagen, dass er wieder freikommt und eine Rolle spielte. Und wir sagen nochmal, die Weißen hätten den natürlich gern befreit, aber das ging jetzt nicht in primärer Linie um den Zaren. Es ging halt darum, überhaupt vorwärts zu kommen. Und wir berichten, dass es schlicht und ergreifend mehr und mehr Amerikaner werden. Deswegen berichten ja sozusagen, versuchen die Deutschen mit dieser Kaiserschlacht die Wende zu erzielen. Wir berichten auch, wie halt die ersten Niederlagen kommen, wie es von den Niederlagen zur Rückzugbewegung kommt. Ich habe eine sehr, sehr lange Zugreise, wo ich halt sehr, sehr lange Zug fahre, von China bis Berlin durch, und fahre halt auch durch Jekaterinburg, zum Beispiel mit den Zügen, und auch durch Brest-Litowsk, den Ort des Friedensvertrags zwischen dem Deutschen Reich und dem Russischen Reich, und erzähle nochmal aus dem Zug ein bisschen was dazu. Mhm. Wir berichten auch, dass diese Ostverträge halt der Strohhalm sind, an die sich die Zeitgenossen, unter anderem auch Harry K. Kessler, klammern, wie halt dieser Krieg noch positiv ausgehen können. Für die Mittelmächte, wir berichten auch extrem, wie halt die Unzufriedenheit und dieser Mangel und dieser dauernde Krieg und diese Kriegsmüdigkeit um sich greift und der Boden bereitet wird für die Revolution. Ja. Und dann kommt am Ende auch relativ schnell die Einsicht, dass das militärisch nicht mehr zu gewinnen ist von deutscher Seite aus. Hm. Es kommt immer öfter zu Aussagen, wie man müsste mal auf die Friedensnoten von Wilson eingehen, diese 14 Punkte. Das ist aber kein schleichender Prozess. Sehr abrupt ziehen sich Ludendorff und Hindenburg zurück und sagen, der Krieg ist militärisch verloren, liebe zivile Regierung, macht mal Frieden. Ja. Und halten sich auch bewusst raus, um halt sozusagen sich selber und auch das deutsche Heer mit diesem sehr schlimmen Frieden, der da kommen muss, nichts zu tun zu haben. Also wir reden hier so von den letzten 5, 6 Folgen vor 100, also die letzten so 10 Wochen ungefähr, der das auf einmal so passiert. So schlagartig, so Schlag auf Schlag, zack, 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 wo dann auch Harry Graf Kessler mit seinem Chef weinend vor dem Kamin sitzt. Also der Chef weint, Harry Graf Kessler weint in seinem eigenen Tagebuch nicht. Er hat sowieso in seinem eigenen Tagebuch nie Emotionen, er schwebt immer über den Dingen.
weiß alles besser. Generell, ja. Ja. Und dann ja berichten wir auch von diesen, wie es langsam zu Aufständen kommt, auch bei den Matrosen in Kiel, Wilhelmshaven, wie ein Harry Graf Kessler probiert, die Polen für sich zu gewinnen. Ja, oder den polnischen Mandela. Es gibt da einen Nationalheld, den Piłsudski, und der sitzt in Magdeburg, der ist dort interniert von den Deutschen. Der, es ist abzusehen, dass er freikommen wird, und die Idee ist, den vorher freizulassen, damit er ist auch später der erste Staatspräsident Polens, damit er nicht ganz so sauer ist auf die Deutschen, muss man so formulieren. Und wer kennt diesen Piłsudski, wer kennt ihn wohl? Natürlich Harry Graf Kessler. Und er wird überraschend auserkoren, dahin zu fahren und mit ihm zu verhandeln, und man nimmt dann auch persönlich die Freilassung, und auch das berichten wir ausführlich aus seinem Tagebuch. Und kommen natürlich dann auch zur 100. Folge vor 100, der Weltkrieg in der Nutshell von vor 4,5 Jahren Podcast, von 4,5 Jahren Podcast, und da berichten wir über die Revolution im Deutschen Reich, wie sie zustande kam, wer die Republik wie wann ausgerufen hat. Es gab ja 2 Ausrufe. Ja, und wie auch man sich darauf geeinigt hat, wie man denn weitermachen möchte, dann zum Friedensvertrag in diesem Güterwaggon und was ein Harry Graf Kessler da so erlebt hat. Und das ist jetzt auch die letzte Aufnahme für ein Jahr vor 100, die wir beide tätigen werden. Ich habe schon Whisky bereitgestellt, Steffen. Ja. Es war eine wunderschöne Reise, 4,5 Jahre lang mit dir. Ah, angefangen als Klodwig und Harald. In meinem Kinderzimmer, in der alten Wohnung meiner Eltern, haben wir die erste Folge aufgenommen. Du warst aber nicht mehr Kind. Nein, ich hab da auch schon nicht mehr gewohnt, aber meine Eltern haben noch da gewohnt, aber da haben wir auch genommen. Und ich hatte auch noch in der Wohnung meiner Eltern damals mit aufgenommen. Ja, richtig. Da hast du auch nicht mehr gewohnt? Also ich kam ja aus Spanien wieder und habe dann noch ein halbes Jahr gewohnt. Ach so, doch. Ja, also jetzt haben sich in den letzten 4,5 Jahren haben sich die Zeiten doch, sagen wir mal, ohne die Details zu geben, weil privat, doch arg verändert, ne? Ja. Also es ist viel passiert. Ja, es war eine schöne Reise von meiner Seite auch. Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank, Luis. Du beehrst mich hier mit deinem besten Whisky, wie du gesagt hast. Ja, und von meiner Seite auch gerne wieder und weiter, ob und warum und weshalb und ob jetzt bei V100 oder bei was anderem, das müssen wir alles noch entscheiden. Und ob überhaupt, weil es ist immer die Zeitfrage. Und wir genießen jetzt diesen Whisky und leiten ein in das letzte Best-of, das 9. Best-of von V100. Und viel Spaß beim Hören. Seid live dabei, wenn ein Geschichtspodcast über seine eigene Geschichte podcastet. Viewer discretion is advised. Previously on V100. Genau, denn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2, also haben wir auch 2 Bücher. Jetzt fragt man sich, was für Essen muss das sein, dass man bestraft wird, dass, weil man es nicht gegessen hat, also im Ersten Weltkrieg. Und er sagt, das waren halt trockene, wirklich richtig trockene Kekse, sie haben es immer als Hundekekse bezeichnet. Hin und wieder gab es auch so getrocknetes nach Gemüse. Und Kartoffeln, dauerhaft, wirklich warmes Essen hat er in seiner ganzen Zeit nur 2 Mal im Weltkrieg gesehen. Boah, aber den ganzen Tag an so einer kalten Kartoffel rumlutschen, den ganzen Tag an so einer kalten Keks, da vergeht ein echtes Leben, ne? Ist ja furchtbar. Ja, also was sie auch sehr oft hatten, war Bully Beef. Relativ nördlich von Paris. Er sagt, also sie kamen ja an, also der Sergeant Melvin Kulewitsch kamen an in einem Truck und wurden von vielen beim Vorbeifahren einfach nur angesehen, und er konnte so richtig in den Augen erkennen, so, ja, ist halt wieder irgendein anderer menschenbeladener Truck, der leer wieder zurückkommen wird. Und das ist die letzte in diesem Weltkrieg. Tatsächlich, dieser ewige Krieg. Ich meine, muss ich mal überlegen, wie lange wir uns schon hier sehen und über den Ersten Weltkrieg reden und wie lange ihr auch schon diesen Podcast hört. Und das ist auch das, was wir wirklich zeigen wollen mit diesem Projekt, ist, wie scheiße lange dieser Krieg ging. Ja. Um einfach mal diese Dimensionen und was es da geht, begreifbar zu machen. Das ist einfach so ewig lang.
Und hier sind wir. Keiner kann Schuhe tragen schöner als wir. Wir sind. Wir beginnen mit der wichtigsten Meldung zuerst. Der letzte russische Zar, jetzt kann man es auch so sagen, Zar Nikolaus II. Wurde erschossen in Jekaterinburg. Ja. Am 16.07.1918. Ja. Also, was jetzt vor 100 Jahren passierte, war, dass eine Meldung rausgegeben wird von den Bolschewiki, dass der Zar getötet wurde. Und zwar, weil man sich bedroht sah durch zarennahe Armeen, unter anderem auch durch die tschechische Legion, und die langsam die Stadt einnehmen wollten, in der der Zar verhaftet war. Und so sah man sich gezwungen, den Zaren zu töten. Und angeblich hätte man ihm das auch gesagt, er hätte nochmal einen Geistlichen zu sich gerufen, hätte Briefe geschrieben und hätte sich dann erschießen lassen. Dass es nicht ganz so war, ist im Nachhinein auch bekannt, dass letztendlich der Zar nicht so gut vorbereitet war, dass die komplette Familie Romanow getötet wurde. Und dort Verklärung stattfand. Und es ist zwar bekannt, dass der Ort tatsächlich einige Tage später belagert wurde und auch überrannt wurde von den Weißen. Von den Weißen. Es ist jetzt aber nicht wirklich sicher, ob die Befreiung des Zaren ihr Ziel war. Also es war nicht das Hauptziel, meine ich. Genau, und was du vorhin meintest mit den amerikanischen Truppen, dass man sieht, was die für glänzende Uniformen haben und so weiter, da haben wir hier noch einen Bericht vom Major Hartwig Pohlmann aus der 36. Preußischen Division. Und er sagt auch, dass sie bei der Marne gekämpft haben, also ein Fluss, und dort haben sie amerikanische Truppen gesehen, die halt von Monat zu Monat immer mehr wurden. Finde interessant, dass der das so beobachten kann. Das muss auch mega deprimierend sein, weil man weiß auch, wo die herkommen, da kommen ganz viele. Ja. Also die fangen ja gerade erst an. Und er schreibt, der Gegner, der wurde übermächtig für uns, aber wir haben unseren Dienst verrichtet als Soldaten. Er schreibt hier, dass unsere Aufgabe war es halt durchzuhalten und die Aufgabe der Politiker, einen Weg zu finden, Frieden auszuhandeln. Finde ich auch eine interessante Auffassung, dass er wirklich glaubt, egal wie das hier ausgeht, meine Aufgabe ist hier zu stehen und diesen Punkt Erde zu verteidigen oder vorzustoßen. Und dann hat ja dieser verschmähte Kühlmann gar nicht mal so unrecht mit dem, was er sagt. Ne? Dass er sagt, er hat eigentlich nur die Wahrheit gesagt. Militärisch ist kein Sieg mehr zu erringen. Da hat der Kühlmann recht gehabt. Und okay, was war denn so los in der Zeit von vor 100 Jahren? Wir haben Frieden im Osten und wir hatten die Frühjahrsoffensive der Deutschen an der Westfront, wo sie im Rahmen der sogenannten Kaiserschlacht unter dem Oberbefehlshaber des deutschen Kaisers, Wilhelm II., alles auf eine Karte gesetzt haben, um an der Westfront militärisch den Sieg zu erringen, bevor die Amerikaner mit nennenswerter Stärke in den Krieg eingreifen können. Und so viel sei jetzt schon gesagt, in der letzten Folge ist diese Offensive zum Stillstand gekommen, unter anderem an der Marne, wo auch der Stillstand erfolgte 1914 vor Paris. Zum Zeitpunkt des Erscheinens der Folge sagt er, Mittelstand und Volk in Berlin nehmen, wie mir scheint, die Gefahr im Osten und die Misserfolge im Westen ziemlich dickfällig. Heute Abend waren die Vergnügungslokale in der Friedrichstadt überfüllt. Das Leben brodelt wie gewöhnlich. Soldaten und Huren, die Mengen bei Sekt und Musik und im Zigarettenqualm. Ici en Longs. Wie beim Bastilensturm. Ich fand auch dieser Schlusssatz. Ici en Longs. Ich vermute, also ici heißt, hier wird getanzt. Auf Französisch, auf Deutsch heißt das. Und wie beim Bastilensturm. Dieser Vergleich, auch den Sturm der Bastille vor der Französischen Revolution, ist ja doch sehr treffend, wie wir wissen. Ja. Ja,
Herzlich willkommen. Hier ist der Luis und ich befinde mich gerade in der transsibirischen Eisenbahn. Wir sind jetzt kurz vor Moskau, sozusagen am Ende unserer Reise. Und ich hatte viel Zeit, mehrere Tage nämlich. Sagt er halt, berichtet er am 31. August, dass er sich sehr freut über die Unterzeichnung der russischen Verträge. Und er klammert wirklich so, das ist der Strohhalm, an den sich der Harry Graf Kessler klammert, sind dieser russische Vertrag, dass er jetzt mit den Ressourcen aus der Sowjetunion, mit dieser Freundschaft und alles, dass das ausreicht, um hier irgendwie noch den kompletten Zusammenbruch abzuwenden. Ja, ich glaube, daran würde ich mich auch vor 100 Jahren klammern an seiner Stelle. Es ist halt einfach der einzige Lichtblick. Mehr ist da auch nicht gerade. Genau. 3. September, Hindenburg-Linie bei Cambrai von den Engländern durchstoßen.